Mein heutiger Interviewpartner ist Heinz Berggruen, geboren 1914 in Berlin. Berggruen musste 1936 als Jude emigrieren. Er kam aus Amerika nach Europa zurück 1945 und wurde in Paris Kunsthändler und Kunstsammler. Seine Picasso-Sammlung ist wahrscheinlich die bedeutendste der Welt, die sich in privater Hand befindet. Er gibt sie jetzt, 70 Picassos, dazu Cézanne, Van Gogh, Klee, Giacometti, er gibt sie jetzt in seine Geburtsstadt Berlin für eine 10 Jahre Leihfrist. Sehen Sie zur Person Heinz Berggruen. So schwer manches in Ihrem Leben gewesen ist, Herr Berggruen. Sie mussten als Jude aus Ihrer Geburtsstadt Berlin emigrieren. In den USA, wohin Sie 1936 gingen, fühlten Sie sich sehr fremd, sehr heimatlos. So schwer manches also gewesen ist, wenn ich Ihr Leben bedenke, so gut ich es aus Ihrer Autobiografie kennenlernen konnte, wenn ich Ihr Leben bedenke, so meine ich, alles in allem sind Sie ein Glückskind gewesen. Ist das richtig? Ich glaube, man kann das schon sagen. Es gibt Freunde, die nennen mich Heinz im Glück. Ach ja. Heinz im Glück, ja. Und da ist was dran, da ist was dran. Ich habe irgendwie verstanden, glücklich zu leben. Können Sie, wo immer. Können Sie das Glück beschreiben, das Ihnen zuteil geworden ist? Worin bestand es? Das Glück bestand darin, dass ich eigentlich immer das tun konnte, woran mir sehr viel gelegen war. Und dass man mir nicht unfreundliche Hindernisse in den Weg gelegt hat. Lassen Sie uns das versuchen zu präzisieren. Also ich habe mir überlegt, wenn ich Sie frage, ob Sie ein Glückskind sind. Und wenn Sie dann sagen, nein, eigentlich bin ich kein Glückskind. Aber Sie sagen ja Heinz im Glück. Sie bestreiten es nicht. Wenn Sie es bestritten hätten, dann hätte ich gesagt, ich definiere Ihr Glück so. Und offenbar bin ich dem gar nicht so weit weg, wie Sie es definieren. Sie sind Zeit Ihres Lebens dem nahe gewesen und konnten damit sozusagen Ihr Living machen. Sie konnten Ihr Geld damit verdienen, nämlich mit bildender Kunst. Sie sind 1950 Kunsthändler geworden in Paris. Sie sind Kunstsammler geworden. Von der ganz bedeutenden Sorte und wir werden darauf kommen. Das heißt, das, was Ihnen am nächsten war, war auch das, womit Sie Ihr Leben finanzierten, was Ihre Möglichkeiten war zu leben. Sind Sie möglicherweise Kunsthändler geworden, um Kunstsammler werden zu können? Das möchte ich sagen, war schon der Fall. Obwohl am Anfang konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es geschehen würde, außer im Unterbewusstsein. Wie ich anfing, Händler zu werden, muss im Unterbewusstsein, was in mir sich bewegt haben, was dazu führte, dass sehr allmählich und dann immer intensiver dieser ganze Kunsthandel eigentlich beinahe nur ein Vorwand war, Sammler zu werden. Wir werden auf Einzelheiten des Sammlers kommen, aber noch beim Kunsthändler. Sie sind Jahrgang 1914 und also Sie sind ein junger Mann, als Sie 1950 sich in Paris entscheiden, nun werde ich Kunsthändler. Wie wird man Kunsthändler? Wie ist das passiert? Man denkt heute immer, das sei sehr schwer, aber es war damals gar nicht schwer. Es war gar nicht schwer, es war unmittelbar nach dem Krieg. Es gab wenige Kunsthandlungen in Paris. Die Pariser waren hungrig nach Kunst und wenn man das richtig machte, auch mit ganz kleinen Mitteln, und ich glaube, ich machte es richtig, dann ging das sehr schnell los, auch ohne finanzielle Rückendeckung. Was heißt, man macht es richtig? Was haben Sie richtig gemacht, was andere nicht richtig gemacht haben? Was habe ich richtig gemacht? Ich habe mich um die wichtigen Werte gekümmert. Worauf es ankam, darauf kam es auch mir an. Und das habe ich gesucht und habe das Glück gehabt, es auch zu finden. Was ist das erste Objekt, das Sie gekauft haben? Mit wie viel Geld haben Sie es gekauft, mit wie viel haben Sie es verkauft? Das erste Objekt hatte ich schon gekauft, bevor ich ein Kunsthändler war, wie ich noch in Amerika lebte, sehr jung. Da hatte ich von einem anderen Emigranten, ich war ja auch Emigrant, ein
wunderschönes Klee-Aquarell abgekauft. Das kostete $100. Vergleichsmäßig kann man sagen, nur um eine Vorstellung zu geben, dieses selbe Aquarell würde heute gehandelt werden in der Gegend von $300.000. $100, 300.000. Ich habe es gar nicht mehr. Ich habe es zusammen mit anderen Klees dem Metropolitan Museum geschenkt. Aber da war ich noch nicht Händler. Und wie fängt man an? Wie kauft man das Erste? Und wie verdient man? Das kann ich Ihnen rasch erzählen. Bitte. Ich hatte Freunde, russische Damen, die wie aus dem Tschechow-Schwestern gesprungen waren. In Paris? In Paris. Zu denen ging ich hin öfter. Es waren sehr sensible Leute. Und die zeigten mir mal ein Album von Originallithos von Toulouse-Lautrec. Das war ein wunderbares Album und das kaufte ich. Obwohl es, das erschien mir dann sehr teuer, aber die haben mir bewiesen durch Auktionskataloge, das fing damals an, dass der Preis, den sie wollten, ein vernünftiger Preis war. Man erinnert sich an manche Preise, es war $1.000. Und dann habe ich das bei denen gelassen, weil ich in meiner kleinen Wohnung es nicht unterbringen wollte, ich war nicht versichert und so weiter. Und ein paar Monate später riefen sie mich an, ein großer Sammler, der ursprünglich aus Deutschland kam und nach Amerika gegangen ist, der hieß Charel. Es gab in Berlin die Charel-Revues, das war er und sein Bruder. Ein passionierter Lautrec-Sammler, dem fehlte diese Mappe, eine wunderbare Mappe. Und er bot mir über diese russischen Damen genau das Doppelte, $2.000. Das war ein sehr starker Nutzen. Und das war das erste Geschäft und es war ein sehr gutes Geschäft. Und da habe ich gemerkt, wenn man das Richtige hat, Qualität, dann kann gar nichts passieren. Und so war ist es im Laufe des weiteren Händlerlebens dahin gekommen, dass Sie Bilder zum Handel erworben haben, von denen Sie sich dann nicht mehr trennen wollten, als Sammler? Absolut, ja. Das ist nicht einmal, das ist öfter passiert. Und war das dann sehr teuer für Sie? Das war, wenn man will, relativ teuer, aber wenn ich es mir leisten konnte, dann tat ich es. Aber es hatte andere Wirkungen. Ich hatte eine Gruppe von Menschen um mich herum als Sammler, als Besucher, die gar nicht einverstanden damit waren, die gesagt haben, es hat gar keinen Sinn, zum Berggrün zu gehen, denn was er an Schönstem hat, das will er doch für sich behalten. Und was sollen wir dann da? Aber es gab dann das Gegenteil auch. Es gab solche, die dadurch bestärkt wurden in ihrem Wunsch, selber zu sammeln, indem sie sich sagten, wenn er Bilder statt zu verkaufen behält, dann glaubt er daran. Und da muss sehr viel dran sein. Und so wollen wir auch sammeln. Also, und zwar den sammeln, von dem der Berggrün sich nicht trennen will. Diesen Künstler. Ja, genau so. Mhm. Und so gab es also diese beiden Gruppen und das war ein interessantes Spiel zwischen den beiden. Wir werden auf weiteres kommen auf diesem Gebiet, in diesem Interview, aber darf ich zunächst die platteste aller platten Fragen stellen. Können Sie sagen, was bildende Kunst Ihnen bedeutet? Leben mit Bildern, was ist das für Sie? Mit Bildern zu leben bedeutet, auf eine einfache Formel gebracht, würde ich sagen, eine weitere Dimension zu schaffen. Die Dimensionen des Alltäglichen, dessen, was uns ständig umgibt, wird bereichert durch eine Dimension, die schwer zu beschreiben ist, die aber weiterführt. Und das ist das, was Kunst tut. Und für Sie tut es bildende Kunst? Und für mich tut es bildend, so wie es für andere Menschen Musik tut. Aber ist das für Sie bei der bildenden Kunst so ausschließlich, dass Sie von sich selbstkritisch sagen, alles andere an Kunst geht an mir mehr oder weniger vorüber? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber mein Interesse ist die ganzen Jahre, ich müsste sagen Jahrzehnte hindurch, so intensiv an bildender Kunst gewesen, dass wenig Zeit übrig blieb für das andere. Den Händler wie den Sammler, Berggrün gefragt. Worauf stützt sich Ihr Qualitätsurteil? Worauf stützt sich? Ihr Qualitätsurteil. Ach Gott, ich habe mal gesagt,
Es gibt Leute, die haben das absolute Gehör. Und vielleicht habe ich das absolute Auge. Ich sehe Bilder, es hört sich sicher prätentiös an. Und wenn ich diese Bilder sehe, habe ich, glaube ich, ein Gefühl dafür, was aus dieser Gruppe von Bildern das Entscheidende ist. Das Auge reagiert, das Auge, das einfach so geformt ist und zu viel Erfahrung hat. Sie vertrauen Ihrem Auge? Vollkommen. Ohne dass Sie es von Anfang an schon erklären können? Mhm. Folgt dann hinterher die Erklärung oder bleibt es manchmal so, dass Sie immer wissen, das Auge hat recht gehabt, aber ich kann es nicht erklären? Eigentlich sehr oft so, ja. Eigentlich sehr oft so. Ich kann immer versuchen, es zu erklären. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber dem Auge kann ich vertrauen. Das ist eine wunderbare Sache. Denn retrospektiv weiß ich, dass, was ich für mich erworben habe, wichtig ist. Das und von großer Qualität. Das wird mir von Außenstehenden, von anderen immer wieder bestätigt. Hat Ihr Auge Sie irgendwann einmal getrogen? Nein, ich zögere, wie Sie sehen, zu antworten. Insofern schon, weil ich mich vom Auge habe hinreißen lassen. Das Auge hat mich nicht betrogen, aber materiell gesehen hat es mich zu weit geführt. Ich habe Dinge erworben, die ich hätte lassen sollen, nicht weil die Qualität fehlte, aber weil zu viel erwartet wurde, finanziell. Aber ich war so hingerissen, dass ich es getan habe, habe dem Auge vertraut. Und nachher sage ich natürlich, du böses Auge, wie konntest du mich da hinführen, nicht? Ihr mittelständisch-bürgerliches Elternhaus in Berlin, Ihr Vater hatte ein Papierwarengeschäft in Wilmersdorf. Ihr mittelständisch-bürgerliches Elternhaus hat Ihnen die Augen, den Sinn für Bilder und Skulpturen nicht geöffnet. Gar nicht, nein. Zwar haben Sie Anfang der 30er Jahre in Frankreich Kunstgeschichte studiert, aber das allein garantiert ja auch noch keine Leidenschaft und Liebe zur Kunst. Hat es für Heinz Berggruen sozusagen ein Damaskus-Erlebnis, einen Blitzschlag gegeben, der ihm die Augen öffnete für Kunst, oder war das eine, wenn Sie rückblickend das bedenken, eine allmähliche Entwicklung, war es ein langsames Erblühen dieser Liebe? Blitzschlag oder Entwicklung? Ich möchte sagen, es waren zwei Blitzschläge. Es waren zwei. Das eine war, wie ich als junger Mensch nach San Francisco kam und dort nach kurzer Zeit am Museum für moderne Kunst angestellt wurde, sah ich zum ersten Mal Bilder von Klee. Ich hatte in Berlin, obwohl man das konnte in Berlin, aber ich war einfach nicht weit genug. Ich habe also San Francisco Bilder von Klee gesehen und die haben mir eine neue Welt geöffnet. Und das hat mich sehr aufgeregt. Ich habe plötzlich gespürt, da ist was ganz Wunderbares, was mich tief berührt. Das war der eine Blitzschlag. Und dann kam ein zweiter, etwas später. Ich habe die Bekanntschaft der mexikanischen Malerin Frida Kahlo, der Frau von Diego Rivera, dem großen Freskenmaler, gemacht. Und das hat mich auch zutiefst berührt. Nicht ihre Bilder, denn damals malte sie gar nicht. Ich habe auch, während ich mit ihr zusammen war, nie Bilder von ihr gesehen. Aber die Persönlichkeit, diese Malerpersönlichkeit, diese unerhört pittoreske, wunderbare Erscheinung, wie aus einem großen Bild heraus, das hat eine schwer leidende, immer kranke Frau. Ja, damals noch nicht so sehr. Es fing an. Aber es ging. Sie hatte als junge Frau, ich glaube, sie ist 1954 gestorben und 1907 geboren. Ja, sie hatte als junge Frau einen Straßenbahnunfall gehabt. Schweren Schaden, ja. Aber also diese behinderte Frau war für Sie so, wie Sie es eben hier beschrieben haben, und war als Künstlerpersönlichkeit, vermittelte sie den zweiten Blitzschlag für den späteren Kunstsammler Berggruen. Absolut. Das hat eine ganz tiefgehende, lang anhaltende Wirkung auf mich als Sammler. Sie haben Paul Klee eben erwähnt. Und nach allem, was man über Sie in Erfahrung bringen kann, steht er, trotz Picasso, auf den wir kommen werden, steht er Ihrem Herzen am nächsten.
Und Sie werden geradezu lyrisch, wenn Sie sich über Klee äußern. Mhm. Bitte, bitte, Herr Berggruen, werden Sie jetzt lyrisch. Versuchen Sie mir, die dumme Frage zu beantworten. Mhm. Was ist Klee für Sie? Was sagt er Ihnen? Wenn Sie gestatten, möchte ich ein Wort von Klee zitieren, was mich immer sehr beeindruckt hat. Klee sagte, diesseits bin ich nicht zu erfassen. Ich bin näher bei den Toten und bei den Neugeborenen. Ich bin nahe der Schöpfung und doch nicht nahe genug. Also, da hat es wieder das Problem der neuen Dimension. Und diese Dimension hat Klee sehr stark empfunden. Und die habe ich mit ihm nachempfunden. Mit anderen Worten, dass über die Realität hinaus, die Realität, die von so vielen guten Malern, aber auch schlechten, gemalt wird, dass es noch was anderes gibt, das, was einen weiterführt. Und so ist es bei Klee. Klee führt einen einfach viele Schritte weiter. Er nimmt einen bei der Hand und sagt, hier, das ist meine Welt. Und in diese Welt einzudringen, ist etwas ganz Wunderbares, was bedauerlicherweise nicht allen möglich ist. Zur Person Heinz Berggruen. Geboren am 6. Januar 1914 in Berlin, bürgerliches, liberal-jüdisches Elternhaus. Nach dem Abitur Anfänge journalistischer Arbeit, dann, wir haben es schon erwähnt, bis 1935 Studium der Literatur- und Kunstwissenschaft in Frankreich, in Grenoble und Toulouse. Kurze Rückkehr nach Berlin. Im Jahr 1936 Emigration in die USA nach Kalifornien. Erste Ehe, Arbeit am Museum in San Francisco, einberufen zur amerikanischen Armee. 1944 Rückkehr nach Europa, nach Deutschland, tätig bei der Presse der Besatzungsmacht in München. 1950 nach Paris, zunächst bei der UNESCO gearbeitet, dann, wie erwähnt, Niederlassung als Kunsthändler. Mhm. 1973 Rückgabe der US-Staatsbürgerschaft und Wiederannahme der Deutschen. Warum? Warum? Ich hatte meine Ehe in Amerika aufgelöst. Ich hatte wieder geheiratet. Ich hatte zwei Kinder, die in Paris geboren wurden. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wahrscheinlich nie mehr nach Amerika außer auf Besuche zurückgehen würde. Und so erschien es mir nicht sinnvoll, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu behalten. Andererseits fand ich es logisch, die Staatsbürgerschaft, die man mir weggenommen hatte, ich bin ja als Deutscher in Berlin geboren, wieder zu erwerben. Und so habe ich einen Antrag gestellt und der wurde sofort bewilligt. Wir werden auf diese Fragen noch kommen. Mhm. Zunächst bleiben wir also bei diesen biografischen Daten. Ja. Sie sind dann Aufstieg in Paris zum international wichtigen Kunsthändler und zum maßgeblichen Kunstsammler der klassischen Moderne. Also vor allem Cézanne, Seurat, Braque, Matisse und Picasso, immer wieder Picasso. Sie sind seit vielen Jahren in zweiter Ehe mit einer Tochter des Schauspielers Alexander Moissy verheiratet. Sie haben erwachsene Kinder aus beiden Ehen. Viele Fragen. Zunächst diese. Was bedeutete das Judentum in Ihrem Elternhaus und was bedeutete es Ihnen, Herr Berggruen, in Ihrem weiteren Leben? Was bedeutete das Judentum? Es bedeutete, um es ganz frei zu sagen, relativ wenig. Ich war das Kind jüdischer Eltern. Ich habe das nie ableugnen wollen oder verneinen oder kaschieren wollen. Ich bin ganz bewusst als ein jüdisches Kind geboren, aber in meinem Gefühl als ein Deutscher. Ich empfinde mich nicht als deutscher Jude. Ich empfinde mich als jüdischer Deutscher. Und ich mache da einen Unterschied. Ja. Das hat niemals aufgehört, dieses Gefühl. Und auch nach Auschwitz nicht.
Nein, gar nicht. Ich meine, meine Wurzeln sind in Deutschland. Von der Geschichte her, von der Natur her, von meiner Umgebung her. Das Elternhaus war, was man damals nannte, liberal, progressiv. Man war so integriert im damaligen deutschen Bürgertum, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, anders, in einer anderen Form zu leben. Und die Beziehungen zum Judentum existierten einfach nicht, obwohl ich nichts ableugnete. Ja, aber sind Sie außer, und das Außer ist etwas, was man gar nicht eigentlich sagen darf, aber nun bleibe ich dabei, Sie mussten vor dem deutschen Antisemitismus, wie ihn die Nationalsozialisten praktizierten, emigrieren. Absolut. Ist Ihnen persönlich, nicht in Deutschland, sondern überhaupt in Ihrem Leben, das Phänomen Antisemitismus konkret begegnet? Ich muss sagen, nein, vielleicht wieder Heinz im Heinz im Glück. Glück. Es ist mir einfach nie begegnet. Es gab nie Prügeleien in der Schule. Es gab keine Attacken. Man lebte, so wie wir wenigstens lebten, völlig geschützt in einer Oase des Friedens in dem Teil von Berlin, in Wilmersdorf, wo wir zu Hause waren. Und in Amerika, das habe ich von Antisemitismus nie etwas gespürt. Und natürlich auch nicht, wie ich zurückkam in Frankreich. Wie weit, die Politik hat Ihr Leben stark mitbestimmt. Sie sind aus politischen Gründen, mussten Sie, politisch-rassistischen Gründen, emigrieren. Sie waren amerikanischer Soldat, als Sie zurückkamen nach Europa. Die Politik hat Ihr Leben mitbestimmt, aber ich habe den Eindruck, Sie sind im Grunde eher ein unpolitischer Mensch gewesen. Ist das richtig? Dieser Eindruck ist völlig richtig. Ich meine, ich hatte keine Wahl insofern, als, wie Sie sagen, die politischen Umstände haben mich gelenkt. Ich konnte nicht widerstehen. Hätte ich widerstehen wollen, wäre es mir wahrscheinlich sehr elend gegangen. Aber ich habe eben das getan, was man vernünftigerweise als ein jüdischer Mensch aus Deutschland tun musste. Aber mich politisch zu engagieren, politisch zu betätigen, lag mir fern. Ich habe es nie getan. Ich fühle mich in meinen ganzen Auffassungen progressiv, fortschrittlich. Und wenn ich Zeitungen lese, lese ich lieber fortschrittliche Zeitungen, liberale. Aber da hört es dann auf. Haben Sie gelegentlich sich Vorwürfe gemacht, dass Sie sich politisch nicht stärker engagiert haben? Ich meine jetzt nicht im Widerstehen gegenüber den Nazis. Das ist, wieso sollten Sie das hätten tun sollen? Da war das Angemessene zu entweichen, wenn man entweichen konnte. Aber überhaupt, viele, viele Ihrer Generation haben sich engagiert politisch. Rechts wie links, aber es war etwas, was zu Ihrer Generation weithin dazugehörte. Viele der Künstler, die Sie kennenlernten, waren sehr weit links, waren Kommunisten. Wobei es dabei jetzt gar nicht um den Kommunismus geht, sondern um das, was zu dieser Generation weithin gehörte, Jahrgang 1914, das politische Engagement. Sie haben erklärt, Sie haben es nicht gehabt. Meine Frage jetzt ist, gab es gelegentlich Selbstvorwürfe, dass Sie sich sagten, ach, ich hätte mich vielleicht engagieren sollen? Nein, das gab es nicht. Ich fühlte mich politisch, wenn man so sagen kann, nicht qualifiziert. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf einem anderen Sektor, nämlich der Kunst, mehr zu leisten hatte und mehr schaffen könnte. Das Politische war etwas, was ich beobachtete, was mich immer interessierte, aber ich dachte nicht, dass ich da einen wesentlichen Beitrag leisten könnte. Den Beitrag, den ich leisten wollte und auch beitrug, das war in diesem sehr spezifizierten Gebiet der Kunst, der Kunstanschauung,
der Museen, der Ausstellung und alles, was drumherum ist. Sind Sie von manchem emotional verschont geblieben im Leben, weil Sie eigentlich immer eine innere Distanz zu ganz vielen Dingen behalten haben? Ja, ich würde sagen, das ist schon der Fall. Ich hab eigentlich immer in meiner eigenen Welt gelebt, wo immer ich war. Und das war die Welt der Bilder, das war die Welt der Kunst. Die hat mich umgeben und beschützt. Sie haben davon gesprochen, in der Autobiografie Hauptwege und Nebenwege, dass Kunsthändler und Kunstsammler eine andere Sensibilität, das ist jetzt das Zitat, eine andere Sensibilität hätten als sozusagen alle anderen. Und diese andere Sensibilität war ein Schutzwall. Mhm. Worin besteht die andere Sensibilität? Sie meinen die meine oder ja, die Ihre? Ja, wie kann man das definieren? Sie ist wahrscheinlich subtiler, sie ist wahrscheinlich differenzierter, sie ist wahrscheinlich weniger konventionell. Es gibt ja viele Menschen, die sich für Kunst interessieren, aber es ist eigentlich oft ein sehr konventionelles Interesse. Man geht und schaut sich die berühmten Bilder an, den, wo immer, nicht wahr? Aber so wie es um verfeinertes Sehen geht, da fallen viele weg und da bin ich zu Hause. Was ich jetzt sage, ist fast keine Frage, sondern ist Ausdruck einer Verwunderung. Sie haben Frida Kahlo erwähnt. Mhm. Sie haben sie von der Seite ihres damaligen Lebensgefährten Rivera praktisch entführt aus San Francisco nach New York. Was tut man als junger Mann? Sind Sie eigentlich ein homme de femme gewesen seit Ihres Lebens? Eins im Glück? Ich möchte sagen, ja. Ich möchte sagen, das war etwas, was mich beschäftigte. Durchaus. Es gehörte dazu. Zu Frida Kahlo, die inzwischen eine Kultfigur des Feminismus geworden ist. Was sie damals nicht war. Was sie damals nicht war, nicht sein konnte. Mhm. Inzwischen ist sie eine Kultfigur des Feminismus. Sie hatte, glaube ich, ein Verhältnis einmal nicht nur mit Berggruen, auch mit Trotzki. Absolut. Sie war eine Sozialromantikerin. Sie war in Mexiko eine Vorkämpferin sozialer Gerechtigkeit. Absolut. Jetzt kommt der Ausdruck der Verwunderung. Keine Frage. Ich kleide es nur in eine Frage. Sie sprechen von ihr, Sie schreiben über sie. Das, wovon ich jetzt gesprochen habe, dieses ganz starke Politische in dieser Frau, kommt bei Ihnen überhaupt nicht vor. Sie sagen, ich zitiere mal, als Sie sie zum ersten Mal gesehen haben, ich war augenblicklich vollkommen trunken von der Erscheinung dieser außergewöhnlichen Frau. Aber diese Seite gibt es für Sie nicht. So ist es. Sie haben keine Frage gestellt und ich gebe keine Antwort. Ja, das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Antwort. Sagen Sie, Sie geben jetzt für 10 Jahre Ihre Sammlung, vielleicht die bedeutendste Picasso-Sammlung der Welt. In privaten Händen. Nicht ins öffentlichen, staatlichen, sondern in privaten Händen, in Ihren Händen. Geben Sie an Ihre Geburtsstadt Berlin 2 Fragen. Erstens, ist das eine Sentimentalität, es nach Berlin zu geben? Oder sind es besonders günstige Umstände oder ist es eine Mischung? Genau das, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung, die ich gerne erklären will. Einerseits ist es die, wenn man will, die sentimentale Bindung an Berlin. Ich komme aus Berlin, hier sind meine Wurzeln und die Idee, in dieses Berlin, in dem ich eine glückliche Jugend hatte und in der ich aufgewachsen bin, zurückzukommen und mit Dingen in der Hand, nicht mit leeren Händen, das finde ich, ist ganz schön aufregend. Und dazu kommt, dass Berlin, und das finde ich großartig, hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Sammlung in einem Bau zu zeigen, der, wie ich es empfinde, geradezu maßgeschneidert ist für meine Sammlung. Es ist einer der Stühlerbauten gegenüber dem Charlottenburger Schloss. Früher eine,
eine Art Kaserne. Für die Gardekavallerie. Garde, sehr richtig. Sehr klassizistisch in den Formen. Und das passt hervorragend zu dieser Art von klassischen Sammlung, die ich geschaffen habe. Und damit bin ich sehr glücklich. Es gibt einen Rahmen, wie ich mir nicht besser vorstellen könnte. Also das zweite, in Berlin. Das zweite in Berlin. Frage im Zusammenhang mit dieser großzügigen Leihgabe für 10 Jahre für Berlin. Sie geben sie also nach Deutschland, diese Bilder, diese Sammlung, außer Picasso auch Braque und Van Gogh und Klee, auch Cézanne. Giacometti, Bronzen von Giacometti. Sie geben sie nach Deutschland. Mhm. Zweifel an der Entwicklung der Deutschen, an der Art der Deutschen, Sorgen über Entwicklungen in Deutschland, plagen Sie nicht? Plagen ist zu viel gesagt, aber beschäftigen mich, gar keine Frage. Ich möchte auch sagen, dass in dem Vertrag, den ich geschlossen habe, mit der Stiftung Preußischer Kunstbesitz, habe ich klar ausgesprochen, dass sollten sich Dinge politisch in Deutschland verändern, im schlechten Sinne, im negativen Sinne, sollte, was wir nicht wollen, was wir hoffen wird, nicht nie geschehen, sollte Deutschland wieder in eine Rechtsströmung, eine harte, brutale, diktatorische Rechtsströmung verfallen, dann dem Vertrag nach nehme ich meine Bilder wieder weg. Aber ich kann nur hoffen, es wird nicht passieren. Aber ich bin bewusst, dass sowas sein könnte. Ich beschäftige mich damit und wäre auch sehr unglücklich, wenn es geschehe. Freunde, die Sie haben, Sie leben in Paris, können die verstehen, dass Sie Ihre Bilder nach Deutschland geben? Freunde in Paris, ja, durchaus. Freunde in Amerika schon weniger. Schon sehr viel weniger. Ich habe jüdische Bekannte und Freunde, zum Teil Immigranten aus Deutschland, die es nicht verstehen. So wenig verstehen wie der israelische Präsident Weizmann, der neulich gesagt hat, ja, nach dem Holocaust sollte kein Jude in Deutschland leben. Ich finde das, ich stimme damit überhaupt nicht überein. Ich sehe es nicht so. Ich finde, man muss eine viel tolerantere Haltung einnehmen. Ich finde, es gehört zu den Grundtugenden der Juden, tolerant zu sein. Und das finde ich schön. Und Toleranz bedeutet auch, dass man den Versuch macht, sich zu verstehen. Und die Sammlung hierher zu geben, ist eben ein solcher Versuch, zusammenzukommen, zu verstehen, Klüfte zu überbrücken. Weg von Deutschland. Überhaupt eine solche Stiftung zu geben. Sie haben Ihre Kleesammlung dem Metropolitan Museum in New York geschenkt. Sie haben einen Teil Ihrer Sammlung der National Gallery in London als eine sehr langfristige Leihgabe übergeben. Sie geben jetzt diese Picasso-Sammlung, Picasso und seine Zeit wird der Titel sein, an Berlin. Ja. Solche Gaben, ist das auch der Versuch, sich ein Stück Unsterblichkeit zu sichern, Überleben zu sichern? In diesen Proportionen habe ich eigentlich nie gedacht. Also, aufrichtig gesagt? Nie gedacht? Aufrichtig? Nein, nein, nein. Ich will, es ist, die Sammlung heißt ja auch Picasso und seine Zeit. Die Sammlung heißt ja nicht die Sammlung Berggruen, so wie es das Museum Ludwig gibt. Ich möchte da eher im Hintergrund stehen. Und ich denke nicht an Unsterblichkeit und so. Ich denke daran, eine Sammlung ganz schöner Bilder, wichtiger Bilder, die einen echten Beitrag kultureller Art leisten können, hierher nach Berlin zu bringen. Sammler, auch Kunstsammler, gibt es von mancherlei Art. Introvertierte, spekulative, hamsterartige. Wie sehen und verstehen Sie sich als Sammler, Herr Berggruen?
Welche Art Sammler sind Sie gewesen? Ach, Vollständigkeitssammler, Epochensammler? Nein. Also sagen Sie. Nein, ich verstehe als Sammler der Dinge, die mir in der modernen Kunst, die mich ja am meisten beschäftigt, am meisten interessieren. Es geht mir da eher auf Vollständigkeit. Zum Beispiel bei Picasso. In der Sammlung, die ausgestellt sein wird, Picasso und seine Zeit, ist der Großteil dieser Sammlung Bilder von Picasso aus allen Epochen. Und das ist wichtig, Lücken zu füllen. Also vom Anfang an, von der sogenannten blauen Epoche her, Anfang des Jahrhunderts bis kurz vor seinem Tod, er ist 1973 gestorben, alle Phasen dieses großartigen Schaffens zeigen zu können. Das heißt, Sie haben einen Künstler und seine Zeit, ausgedrückt auch durch andere Künstler, als Zeiterscheinung komplett haben wollen? Ich versuche immer noch herauszufinden, welche Art Sammler Heinz Berggruen gewesen ist. Ein Sammler, der sich für ganz bestimmte Künstler besonders interessiert und einsetzt. Und das sind die, die Sie vorhin genannt haben. Das ist vordergründig Picasso und Klee. Ich sage immer, Picasso ist die große Symphonie unseres Jahrhunderts und Klee ist die wunderbare Kammermusik unseres Jahrhunderts. Und neben Picasso und Klee dann solche Künstler wie der großartige italienisch-schweizerische Bildhauer Giacometti und auch der große Kubist Braque. Darauf kommt es mir an. Sie haben einmal 40 Matisse-Grafiken eingetauscht gegen zwei Werke von Van Gogh. So etwa, ja. Erzählen Sie mir, wie kommt sowas zustande? Ich verehre Matisse. Ich halte Matisse für den bedeutendsten französischen Maler unserer Zeit. Und ich habe daher diese Matisse nicht weggegeben, weil ich mit ihnen nichts mehr anfangen konnte. Und ich bedauere, dass ich sie nicht mehr hatte. Aber es war für mich geradezu lebenswichtig, einen bedeutenden Van Gogh zu haben. Denn für mich bedeutet Van Gogh der Eingang, der große Eingang zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Und Cézanne. Und Cézanne natürlich auch. Aber jetzt wir sprechen von Van Gogh, weil ich jetzt tausche. Ja. Ich hatte die Chance, einen ganz bedeutenden Van Gogh aus der Zeit von Arles im Süden, als er die Farbe, die wunderbare Farbe bei Van Gogh entdeckte, ein großes Bild von ihm zu erwerben, von einem Freund, der bereit war, einen Tausch zu machen. Aber dieser Freund, mit Recht, wollte den Tausch natürlich nicht machen gegen irgendwelche kleinen, mehr oder weniger bedeutenden. Er wollte ganz schöne Dinge haben und hat gesagt, du willst den Van Gogh, dann musst du mir deine Matisse hergeben. Und das habe ich getan, bin auch dafür kritisiert worden, aber bedauere es nicht, denn so habe ich eben ein ganz wichtiges, großformatiges, herrliches Bild von Van Gogh und außerdem noch eine schöne Rohrfederzeichnung aus derselben Epoche. Ja. Die beide nach Berlin kommen werden? Die beide in Berlin sein werden. Waren Sie, wenn Sie sagten, dieses Bild muss ich haben, verloren Sie dann den Appetit und wurden Sie schlaflos für eine Zeit, bis Sie es hatten? Appetit verlor ich vielleicht nicht, aber schlaflos wurde ich. Schlaflos wurde ich, weil es wühlt ja in einem, es regt einen schrecklich auf. Nicht? Und man denkt nur noch daran, es ist eine echte Besessenheit. Wie überhaupt das Sammeln eine Besessenheit ist, eine Droge. Echtes Sammeln, seriöses Sammeln ist eine Droge. Man muss aufpassen. Aber Sie waren immer auch ein Sammler, der seine Sammlung teilen wollte. Es sollten andere sie sehen. Sie haben Absolut, sie nicht verschlossen halten wollen. Nein, ich wollte sie nicht horden. Ich wollte Dialog haben mit anderen. Ich wollte die Sprache, die Zwiesprache haben. Und deshalb ist es mir auch wichtig, meine Bilder
an einem öffentlichen Ort zeigen zu können. Pablo Picasso, das künstlerische Genie des Jahrhunderts. Sie haben ihn gut gekannt, Sie haben ihn als Händler vertreten, Sie haben diese international bedeutende Sammlung. Picasso, was macht ihn so unvergleichlich in Ihren Augen? Was macht ihn so unvergleichlich? Er war tatsächlich die großartigste Persönlichkeit, die stärkste Persönlichkeit, der ich je begegnet bin. Ein Malerfürst, ein Renaissance-Mensch? Ein Malerfürst war er gar nicht. Er war viel zu bescheiden, er war viel zu diskret. Er wusste genau, wer er war, aber er hat sich nie in Positur gesetzt. Er hat nie den anderen den Eindruck gegeben, ich bin der große Picasso, was wollt ihr von mir? Er stand da, er war klein von Statur und hatte einen wunderbaren Gesichtsausdruck und hatte sofort eine ganz menschliche, ganz humane Beziehung zu einem. Und das war wunderbar. Und er war ein großartiger Beobachter. Er sah alles. Er verstand alles. Er war unendlich menschlich, großzügig. Es war einfach eine abgerundete, besondere Persönlichkeit. Wie er gestorben ist, das wird sich jetzt sentimental anhören, das ist mir aber auch egal, da habe ich geweint. Nicht? Habe ich geweint. Ich habe was verloren. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Welches ist Ihnen in Ihrem Leben das liebste Bild gewesen und warum? Erklären Sie es bitte. Unter meinen Bilderkindern habe ich viele geliebt. Aber wenn ich eines nennen sollte, würde ich ein Picasso-Bild erwähnen, das auch hier ausgestellt sein wird. Und das ist das Bildnis einer Frau mit einem gelben Pullover. Das ist ein Bild, das hat er 1939 gemalt. Und in diesem Bild steckt unendlich viel drin, was man sich bei Picasso wünscht. Im Ton, in der Zeichnung, in der Farbe, in dem Zusammenklang vom Allen. Es ist ein Bild, in dem die ganze Persönlichkeit von Picasso in wunderbarer Weise präsentiert wird. Es hat kubistische Elemente, es hat die Verzerrung des Gesichtes, die Nase nach vorne und zur Seite. Und es stört aber gar nicht. Und das Gesicht dieser Frau, das war seine damalige Geliebte, die Dora Maar hieß, das ist doch in der Verzerrung auch ein wunderschönes Gesicht. Und ich merke auch, dass dieses Bild die Menschen ganz besonders anspricht. Wir werden auch ein Plakat von diesem Bild machen.